Die Reblaus gehört zwar der Weiniger, aber schupfen tut den Laden die Miri Schudel. Bitte schön. Die Schwierze möchte gern zahlen. Ja, Frau Chefin. Ja, und der Kistenwein. Und wieder ein Lippenzinger. Zwei Viertel Wein, gell? Sag mal, geht's noch? Setze ich mich in dein Taxi und fahr selber? Denn mein Lenkrad steht immer frei für dich, Miri. Es gibt auch andere Taxler. Ja, aber die haben nicht so viel exotischen Charme wie ich. Schleimerei nennt man das. Du schaust echt gut aus, Alter. Sexy. So schaut man aus, wenn man hakelt. Der Notar hat gesagt, dass sie kurz vor ihrem Tod noch das Testament geändert hat. Was hast du mit der gemacht, bitte? Bitte, jetzt red nicht so deppert, Miri. Was soll ich gemacht haben? Nix habe ich 10 Jahre lang war ich bei ihr. In der Küche habe ich angefangen. Dann habe ich mich hochgearbeitet. Vor 4 Jahren hat sie mir das Ganze da verpachtet. Da hat sie mir zum ersten Mal gesagt, dass sie stolz ist auf mich. Ist das so geil? Grantig bin ich, gestresst bin ich. Geil eigentlich nicht, ne? Ist halt wieder zum Anbeißen. Ja, du, beiß mir den anderen. Ich hab die ganze Stufe voller Gäste. Wenn du mich so ignorierst, das macht ja, nichts. Ja, geil, weiß ich eh. Was bringst denn dann deine Frau mit? Ich mag das nicht. Ich meine, es gibt Menschen, die nehmen ihren Glauben wirklich ernst. Und du missbrauchst es für deinen Profit. Bist du nicht nur wegen dem Testament so scheißgrantig, Miri, gell? Was soll das heißen? Es kommt halt echt alles ein bisschen überraschend. Mir sagst du das? Ich hab das vorher nicht so gemeint, was ich gesagt habe. Den verheirateten Typen. Themenwechsel. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass das Besseres verdient, dass es den notgeilen Platz hier schon in der Punkthaus war. Du bist echt eine coole Socke, Miri. Das ist immer toll für eine Frau, wenn sie mit einer kalten Socke verglichen wird. Du weißt schon, was ich meine. Ich glaube, dass der Typ dich nur verarscht. Der wird nie mit seiner Frau Schluss machen. Und jedes Mal, wenn er geil ist, begrabst du dich zwischen den Schweinehälften in der Speiskammer. Aber das weißt du wahrscheinlich eh selbst am besten. Aber nicht, dass du jetzt glaubst, deswegen ändert sich was zwischen uns. Gott bewahre. Meiner oder deiner? Ich werde dich bekämpfen bis aufs Blut, weil es ums Prinzip geht. Ich lasse nicht zu, dass du getauft wirst und dann da abcasht. Schade, jetzt wollte ich dich gerade fragen, ob du meine Taufpatin werden willst. Jetzt ziehst dich an und schleichst dich.